So, hallo, liebe Freunde des langfristigen Investierens in Aktien. Der 12. Teil des Starterdepots. Ich kann übrigens mal sagen, das macht nichts, wenn man die vorherigen 11 Teile nicht gesehen hat. Es ist immer interessant, jeder einzelne, weil hier sehen wir Aktienanalysen zum einen und zum anderen. Machen wir uns auch strategische Gedanken, wie es weitergeht, denn ihr wisst ja, kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind und hier ist es nicht anders. Das Starterdepot selbst. Wir versuchen ja von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, versuchen in Unternehmen zu investieren, die langfristig ihre Dividenden schön dynamisch steigern können, aufgrund von langfristigem Gewinnwachstum. Hier sind wir auf dem Blog wachstumswerte.net, wo ich die ganzen Links und Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Teilen, Videos eingeblendet habe. Und wir bewegen uns hier mit dem Starterdepot nach wie vor im Aufbau des Depots. Hier haben wir die Zielgewichtung nach den einzelnen Branchen. Wir sind jetzt einmal komplett im Uhrzeigersinn rumgegangen. Ja, fast komplett. Wir haben einmal was ausgelassen. Und interessant und herausfordernd ist immer dieser Spagat zwischen Sparplanfähigkeit und der Qualität der Aktien, weil wir mit Hilfe von Sparplänen versuchen, unser Depot aufzubauen. Also primär das Instrument sind Sparpläne, nicht ausschließlich. Und wie gesagt, sind wir einmal im Uhrzeigersinn rumgegangen. Wir haben jetzt tatsächlich 10 Sparpläne im Depot. Gehen wir noch mal kurz auf die letzte Abstimmung ein. Wer hat das Rennen gemacht? Da waren wir hier im Duell der Konsumgiganten unterwegs. Wir hatten Comcast antreten lassen gegen Fielmann und gegen Home Depot. Und das Rennen hat ziemlich eindeutig Home Depot gemacht. Also, dass es so eindeutig wird, habe ich nicht gedacht. Dass Fielmann an der letzten Stelle landen wird, da hatte ich schon, da hätte ich drauf getippt, aber ich dachte, dass Comcast besser abschneidet. Jedenfalls hat Home Depot das Rennen gemacht. Und dann zeige ich doch gleich mal, wie mein Depot aussieht. Nein, das ist das falsche Bild. Wo ist das richtige? Hier habe ich es. Das ist das richtige. Das andere, das zeige ich auch gleich. Und das ist jetzt ein Screenshot aus meinem Consorsbank Depot, wo die ganzen Sparpläne gemacht werden. Ich spiele das Starterdepot live nach mit dem eigenen Geld. Hier sieht man auch schon, dass der Sparplan oder dass die Überweisung schon ausgeführt wurde auf das Verrechnungskonto dieses Depots. Immer 500 € jeden Monat kommen drauf und das ist jetzt der zweite Monat. Bald werden dann diese Sparpläne alle ausgeführt. Und dann haben wir hier auch immer unsere schönen Bruchstücke. Eine echte Cisco haben wir dann auch schon im Depot. Bisher im letzten Monat wurden nur diese zwei Sparpläne ausgeführt. Im Monat Juli, diesen Monat, haben wir es ziemlich krachen lassen mit zwei Videos in der Woche, damit wir hier ordentlich das Depot auffüllen können mit den Sparplänen, damit sich da nicht zu viel Geld ansammelt. Ich weiß übrigens nicht, ob ich jetzt die Taktung mal ein bisschen runterfahre, weil wir haben ja mittlerweile schon mal 10 Sparpläne und man sagt allgemein, zwischen 8 und 10 Aktien sollte man mindestens haben, um eine halbwegs ordentliche Grunddiversifizierung zu haben. Jetzt haben wir schon 10 Sparpläne, das heißt, wir haben schon eine Grunddiversifikation drin. Und ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich die Taktung runterfahren, mindestens einmal ein Video zum Starterdepot die Woche noch beibehalten, klar. Aber ob es immer noch zwei Videos die Woche sein werden, ist glaube ich eher nicht. So, jedenfalls, wir haben jetzt Home Depot hier drinnen im Depot als Sparplan angelegt. Und es war jetzt der letzte Gewinner gewesen. Wer übrigens noch ein Depot braucht, ich blende das im Video auch ein. Es gibt ein Starterpaket, da gibt es dann einige Broker zur Auswahl, unter anderem eben auch Consors, Comdirect und Links, das sind sie. Und dann gibt es noch 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Wer also hier noch was sucht zum Anfang, dann, weil ich ja gerade das hier am Bild schon habe, den Risikohinweis, mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Sich jeder bitte selbst die Gedanken machen. Wir suchen natürlich Aktien aus mit den besten Aussichten auf langfristig steigende Gewinne und dann langfristig steigende Kursgewinne und Dividenden. Aber nichtsdestotrotz, prinzipiell kann man mit Aktien auch Geld verlieren. Das sollte jedem bewusst sein. So, wie gesagt, kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind. Und wir haben hier immer diesen Spagat zu machen zwischen Sparplanfähigkeit und guten Aktien. Und wir haben hier schon die ein oder anderen Kompromisse gemacht. Und jetzt geht es in die zweite Runde. Und wenn es in die zweite Runde geht,
dann wird es tendenziell dieser Spagat noch breiter, den wir machen müssen. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit einer Strategie oder Plananpassung. Denn was wir auf keinen Fall machen dürfen, das ist, dass wir auf Aktien ausweichen von, wo ich jetzt mal sage, minderer Qualität, wo das Gewinnwachstum nicht mehr so berauschend ist und dann diese Aktien zur Auswahl stellen, nur deshalb, weil sie eben sparplanfähig sind. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Wir haben aber andere Möglichkeiten, wie wir mit dem Problem fertig werden können, dass wir uns in einer Branche bewegen, zum Beispiel hier, Technologie, Software, und dass wir nicht genügend sparplanfähige Aktien haben. Und die möchte ich jetzt mal kurz diskutieren. Und zwar können wir zu einem hingehen und die Branchen erweitern. Das heißt, wenn wir Aktienfinder sind, ich will das ein bisschen mal konkret machen, das Ganze, gehen wir gleich mal rein. Ach so, dann stelle ich mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Gründer dieser Seite aktienfinder.net. Und wer so nicht weiß, hier geht es ums langfristige Investieren und steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. So, also, was wir machen können, ist, falls wir nicht genügend gute Aktien haben auf der Branche, die sparplanfähig sind, dann auf diesem Niveau, weil das Branche, das ist das Niveau, das wir hier für den Plan genommen haben, dann können wir in der Branche eins nach oben gehen, in die sogenannte Superbranche, und so, wie ich es auch schon gemacht habe, in verwandten Branchen quasi wildern. Das funktioniert. Das ist eine Variante. Wie gesagt, ich habe sie auch schon getan. Eine andere Variante wäre, dass wir neue Branchen aufnehmen. Also wenn wir hier haben wir die einzelnen Branchen abgebildet. Ich habe das auch nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und habe auch in einem Video vorgestellt, wie wir investieren werden, warum ich mich so entschieden habe. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch andere Aktien in Branchen, die hier eben nicht drin sind. Beispielsweise im Finanzbereich ist ja hier sehr dünn. Oder REITs haben wir auch nicht. Und wir könnten sagen, dass wenn wir hier nichts mehr Interessantes finden, das sparplanfähig ist, dass wir dann eben doch auf Aktien anderer Branchen gehen, die wir hier in diesem Schaubild bisher nicht berücksichtigt haben. Das wäre also auch nur eine Variante, die wir machen könnten. Wir könnten auch, eine weitere Variante wäre, wir können Aktien zur Wiederwahl stellen. Das heißt Aktien, die, weil wir ja immer im Regelfall jedenfalls 3 Aktien zur Auswahl gestellt haben, haben also 2 Aktien nicht das Rennen gemacht. Und insbesondere dann, wenn eine Wahl relativ knapp ausgefallen ist, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass man die Aktie zur Wiederwahl stellt oder zur erneuten Wahl stellt. Sie wurde ja noch nie gewählt. Gehen wir mal runter, um es auch halbwegs konkret zu machen. Hier beispielsweise, hier, beim dritten Teil, da war ja die Abstimmung relativ knapp. Da hat Cisco gewonnen, aber Apple und Texas Instruments, die haben ja auch jeweils fast ein Drittel der Stimmen gekriegt. Wäre also naheliegend, diese beiden Aktien oder Unternehmen erneut zur Wahl zu stellen, weil ja ein gewisses Interesse da gewesen ist, diese Aktien in den Sparplan aufzunehmen. Das wäre also auch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Eine weitere Möglichkeit wäre, das habe ich auch immer schon von vornherein gesagt, dass wir Sparplan sein lassen und mal über einen Einmalkauf in Aktien gehen. Das sollte man natürlich meiner Meinung nach relativ weit hinten rausschieben, weil das zu einer Ungleichgewichtung automatisch führt, zu einer relativ starken Ungleichgewichtung im Depot, weil so ein Einmalkauf eben schon relativ hohes Kaufniveau bedingt, und solange wir hier wir uns mit 0,5 oder 0,2 Aktien im Depot begnügen, führt ein Einmalkauf natürlich dann dazu, dass wir dann irgendwann extrem hohe Summen haben von, sag jetzt mal, um die 1000 Euro irgendwo, und dann bei den anderen Positionen haben wir dann einen Gesamtwert von 25 oder 50 Euro. Das heißt, dann machen wir natürlich unsere gesamte Depot-Performance sehr stark von einer einzigen Position abhängig, die wir halt gerade gekauft haben. Deshalb möchte ich das eher nach hinten rausschieben, wenn wir diese Variante. Und eine weitere Variante, wie wir damit die Probleme fertig umgehen können, das ist, wir können unsere Kriterien erweitern, aufweichen, wie auch immer. Wir haben ja ganz am Anfang abgestimmt darüber, wie wir vorgehen möchten, also welche Strategie wir wählen. Dann haben wir uns, ich habe 3 Strategien vorgestellt, und wir haben uns ja dann für die Strategie Dividendenwachstum entschieden. Das heißt, dass wir unter anderem bisher jedenfalls nur in Aktien investieren, die ausschließlich Dividende ausschütten. Jetzt können wir ja das nach wie vor als unsere Hauptstoßrichtung machen, können ja aber auch mal eine Ausnahme machen und können sagen, okay,
Wir machen vielleicht mal eine Abstimmung, wo wir auch Aktien drin haben, die keine Dividende bezahlen. Ich habe da auch schon was ganz Konkretes im Sinne und möchte da auch gleich drüber abstimmen lassen. Und zwar finde ich es gut, wenn wir hier tatsächlich 4 Aktien im Technologiesektor haben werden, dann von diesen 20 Aktien. Und gerade hier im Technologiebereich tummeln sich halt Fangstocks lässt grüßen, tummeln sich halt auch Aktien, die noch keine Dividende ausschütten. Facebook, Amazon, Alphabet beispielsweise. Und es wäre jetzt eine Idee, und es möchte ich auch zur Abstimmung geben, ob wir im nächsten Video uns mit Fangaktien beschäftigen und dann auch am Ende über eine Aufnahme abstimmen werden, obwohl diese Aktien teilweise noch keine Dividende ausschütten. So, das heißt, hier machen wir jetzt mal eine Abstimmung. Sollen wir uns im nächsten Video mit Aktien beschäftigen, die keine Dividende ausschütten im Technologiebereich? Und wie gesagt, ich denke da an Amazon, Alphabet und Facebook insbesondere. So, bitte abstimmen. Und davon hängt dann das nächste Video auch ab. Und jetzt beschäftigen wir uns aber auch mit Technologieaktien, also hier in dem Sektor. Und ich hatte schon das Problem, dass ich hier nicht in Lage gewesen wäre, 3 neue Aktien zu finden, die gut sind in dieser Branche und sparplanfähig sind. Was habe ich gemacht? Ich habe die Branche erweitert. Also ich bin jetzt hier hingegangen. Ich werde jetzt Aktien vorstellen aus diesen beiden Branchen. Zum einen, die aber alle Dividende ausschütten. Zum anderen. Und werde auch Aktien zur Wiederwahl stellen, weil hier unten, scroll, 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 weil hier unten haben wir, wie ich schon angesprochen hatte, Aktien, die ja durchaus nachgefragt gewesen sind, die aber nicht das Rennen gemacht haben. Und ich habe auch schon einen Merkzettel hierfür gemacht und den werde ich jetzt auch gleich präsentieren und das sind dann die Aktien drin. Es wird aber auch eine neue Aktie immerhin geben, die ich präsentieren kann, die tatsächlich neu analysiert wird, die dann auch in die Abstimmung kommt. Also das hier ist nach wie vor Dividendenwachstum, unser Basisranking, das wir haben und jetzt gleich zu einem Merkzettel, den ich neu gemacht habe. Ich habe ihn genannt Technologie mit Dividende. In Technologie ohne Dividende wären schon die Aktien fürs nächste Video drin, falls wir uns entscheiden sollten, auch mal eine Aktie aufzunehmen, die noch keine Dividende bezahlt. So, Technologie mit Dividende dann hier. Und da sehen wir die Aktien. Und das sind jetzt quasi die Verlierer aus den beiden Abstimmungen hier. Also Automatic Data Processing, SAP, Apple Texas Instruments plus Bechtle. Und Bechtle wird jetzt die einzige Aktie sein, die ich in diesem Video neu vorstelle, analysiere kurz. Und alle anderen Aktien hier, die habe ich ja schon mal analysiert und da werde ich drauf verlinken im Video, also unterhalb dieses Videos hier auf YouTube, inklusive diesem Timestamp, sodass ihr dann immer gleich zur entsprechenden Analyse springen könnt bei Bedarf. Bechtle. So, Bechtle ist ein deutsches Unternehmen, wie man hier sieht. Und die sind auch die machen, haben im Prinzip 2 Segmente, wo sie tätig sind. Die haben so eine E-Commerce-Plattform, wo man Hardware und Software kaufen bzw. bestellen kann. Und das nennt sich dann ja E-Commerce auch das Segment. Und das andere Segment, das ist IT-Services. Und da bieten die im Prinzip von der Projektplanung bis zur Umsetzung alles mögliche, bis hin zum Outsourcing, also den kompletten Betrieb der IT bei Bechtle anstatt im Unternehmen, alles an, was ein Unternehmen im Prinzip braucht für die eigene IT. Bechtle ist rein B2B, das heißt, wir als Endverbraucher kommen mit Bechtle nicht in Berührung. Ich kam mal persönlich mit Bechtle in Berührung, weil ich eine Schulung bekommen habe. Schulung gehört auch zu IT-Services, dass die also die Mitarbeiter schulen. Also wie gesagt, IT-Services ist im Prinzip alles, was ein Unternehmen oder die öffentliche Hand, das sind auch Kunden von Bechtle, braucht, um die eigene IT am Laufen zu halten. Wobei unter eigener IT auch zu verstehen ist, dass die IT outgesourced worden ist, sei es zu Bechtle oder sei es auch in eine Cloud. Auch dafür sorgt Bechtle, dass eigene IT virtualisiert wird zum Beispiel und outgesourced wird,
Und ob die Cloud jetzt eine Bechtle Cloud ist oder kann aber auch eine Amazon oder Microsoft Cloud sein. Und allgemein hält Bechtle viel auf sich, dass sie sagen, bei uns kriegst du alles aus einer Hand. Das heißt, wir können dir, egal welche deine Anforderungen sind, immer helfen. Und das ist natürlich schon ein ziemlich markanter oder markiger Spruch. Und jetzt leiten wir mal über in die Fundamentalanalyse. Man sieht aber, dass es tatsächlich funktioniert. Wir haben nämlich hier ein Loch bei den Umsätzen. I don't know, das ist der Datenprovider hier, der hat hier ein Loch gestanzt. Aber wenn wir das mal ignorieren und dann denken wir uns einfach hier, wir interpolieren linear und gehen von da nach da und es wird auch stimmen soweit. Und dann sehen wir hier auch, dass die Umsätze schön konstant anziehen. Und dass wir sogar noch stärker wachsende Umsätze hier haben als vorher. Bechtle geht auch immer mal hin und akquiriert ein Unternehmen. Die haben jetzt auch im Geschäftsjahr 2018 einen Franzosen gekauft im Bereich oder im Segment E-Commerce. Das ist also sehr schön. Wir haben hier sehr stabile Margen. Das gefällt mir auch immer. Also die Kombination zwischen kontinuierlich anziehenden Umsätzen und stabilen Margen, das ist für mich so eine relative Traumkombination. Wird vielleicht ein bisschen gedrückt, wenn wir uns mal die Margen in absoluten Zahlen angucken. Da sind die nämlich relativ dünn hier mit 4%, 4,5%. Das heißt, das Geschäft von Bechtle ist relativ margenschwach, aber es ist stabil. Und das ist für mich besser als margenstark und instabil. Und es gibt relativ viele Unternehmen, die gut sind und die es schaffen, wir blenden erstmal den Cashflow aus hier, die es schaffen, die Aktionäre zu beglücken mit steigenden Gewinnen pro Aktie und steigenden Dividenden pro Aktie, obwohl die Marge relativ schwach ist. Was ist aber einfach im Prinzip kein Problem, wenn die Umsätze steigen, dann bleibt halt trotzdem auf ein höherer Gewinn übrig und insbesondere auch hier, wenn man das sieht, dann halt pro Aktie. Ja, Bechtle, wie man hier sieht, sie steigern ihre Dividenden schön und auch ihre bilanzierten Gewinne. Was mir wieder aufgefallen ist, das war so ähnlich wie bei Fielmann, dass der Cashflow hier dann doch ziemlich wild durch die Gegend springt, operativ und entsprechend auch der freie Cashflow hier, der im Prinzip wieder Spiegelbild, ja, auch fachlichen Spiegelbild vom freien Cashflow ist ja nur halt ein bisschen niedriger. Habe ich mir natürlich angeschaut und was sind die Ursachen? In 2018 war das vor allem akquisitionsbedingt und das hängt viel damit zu tun, dass wenn beispielsweise ein Unternehmen akquiriert wird oder wenn viel investiert wird, dann ist das bilanziell oft ein Aktivtausch. Ja, ein Aktivtausch, also Geld fließt raus und als Vermögen innerhalb der Vermögenswerte und reinkommen Sachanlagen oder immaterielle Vermögenswerte. Aber Geld fließt raus heißt, der Cashflow wird dann halt negativ. Ich habe mir das angeschaut und es gab relativ komplex, ich habe das dann auch verglichen mit den Zahlen von einem meiner Datenprovider und da gab es dann auch Differenzen. Das waren aber nicht Differenzen, weil mein Datenprovider jetzt falsche Zahlen hätte, aber weil er quasi dann den freien Cashflow in dem Fall ein bisschen anders berechnet. Da hat nämlich Bechtle, sagt dann im Jahresabschluss beispielsweise, dass bei denen der freie Cashflow in 2018 negativ ist. Und bei mir ist er positiv. Bei mir ist er positiv, weil die Capital Expenditures, die Kapitalausgaben, anders berechnet werden, als Bechtle es macht. Die schlagen viel mehr Positionen noch drauf und dann ist er bei denen negativ. Lange Rede, kurzer Sinn, wie bei Fielmann auch, würde ich vorschlagen, wir orientieren uns, wenn es um die Sicherheit der Dividende geht, nicht am freien Cashflow und nicht am Cashflow allgemein hier, sondern hier am Gewinn und dann noch an der Bilanzstärke, die ich mir überhaupt nicht angeschaut habe. Ich muss das ganz ehrlich sagen, für mich ist die Vollanalyse jetzt auch das erste Mal. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, jetzt gucken wir mal das Layout ändern. Und dann schauen wir mal hier uns das Ganze an. Die Tilgungskraft ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil die auf dem Free Cashflow basiert. Und wenn Bechtle da was anderes ausgerechnet hat, dann hat Bechtle natürlich auch hier andere Zahlen. Nichtsdestotrotz, ich lasse es mal drin. Also gucken wir mal, wie hoch sind denn die Dividendenzahlungen? 38 Millionen Euro auf die letzten 12 Monate, basierend auf dem 31.03. sind die neuesten Zahlen.
Wie hoch sind denn die Cash-Bestände? 190 Millionen. Also Bechtle könnte relativ locker aus den Cash-Beständen, wo auch die leicht zu Geld zu machenden Wertpapiere drin sind, die Dividenden bezahlen, für Kopfrechnen 3, 4, 5 Jahre ungefähr, allein aus den liquiditätsähnlichen Beständen. Und wenn wir das jetzt so rechnen wie mein Datenprovider, dann sind die Dividenden aber wieder gedeckt. Also ich zeige es mal hier. Ich zeige mal alles Interessante in dem Zusammenhang an. Das sind hier einmal die Cashbestände hier und einmal diese Tilgungskraft. Und das sieht man dann eben bei den Dividenden von 38 Millionen, dass hier eben Cash und Wertpapiere deutlich höher sind. 38 Millionen, das wäre ungefähr hier das bisschen da. Also die Dividenden sind gedeckt und ich denke, was halt auch beruhigen kann oder beruhigen sollte, das sind halt die stabilen Margen bei stabilen Umsätzen und was man halt hier auch sieht, dass der Gewinn pro Aktie sehr stabil voranschreitet. Hast auch noch den operativen, also den Cashflow an sich stark hat schwanken lassen. Das sind dann auch wie bei Fielmann, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich die Verbindlichkeiten gewesen, die in 2018 beispielsweise stark zugenommen haben. Was dann dazu geführt hat, dass der Cashflow wieder angezogen ist und vorher sind die Verbindlichkeiten stark abgebaut gewesen. Abgebaut geworden, haben sie abgenommen, so rum. Und dann geht der Cashflow nach unten, wenn die Schulden beglichen werden. Ich beiße mich jetzt hier ein bisschen an dem Cashflow fest, wollen wir jetzt aber nicht überbewerten. Operativ läuft das Geschäft und das ist das Wichtigste. Und ich gehe dann weiterhin davon aus, dass die Dividenden auch in Zukunft gesteigert werden und tue mich ja da auch, oder bin da auch im Einklang mit den Analysten. Gucken wir uns mal Rückkäufe gibt es so gut wie nie, Aktienrückkäufe, also die Anzahl der ausstehenden Aktien bleibt konstant. Ist ja kein Amerikaner hier. Ach so, der Dividendenturbo. Gucken wir uns mal an, und wir sind jetzt hier im Dividendenturbo. Wie die Bechtle-Dividende denn so aussieht im Vergleich aktuell zu historischer Perspektive. Und da sieht man schon, dass man früher in der guten alten Zeit, damit ist die Finanzkrise gemeint, hätte einsteigen können bei 5,7% Dividendenrendite. Das sind halt immer die Momente, wo während es passiert, wenn man im Crash ist, dann Hilfe, 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 solche Aktien verkaufen oder sollst du noch behalten. Und wenn es dann ausgesetzt wurde, die Krise, dann fragt man sich immer, warum man die Aktien nicht gekauft hat. Und so ist es auch hier bei Bechtle. Da hätte man echt einsteigen können mit Spitze 5,74% Dividendenrendite. Meine Fresse, ich habe es nicht gemacht. Und heute kriegen wir bei Bechtle knapp 1% Dividendenrendite. Da hätten wir heute eine persönliche Dividendenrendite, ich habe es nicht ausgerechnet, aber dadurch, dass die Dividenden ja noch gestiegen sind, von 30 Cent war die damals und heute liegt sie bei 1 Euro, also mal 3 ungefähr, über 15%, also knapp 17% persönliche Dividendenrendite hätten wir dann bei Bechtle. Ja, also hören wir mal auf zu träumen. Heute also bei 1% und die sollte dann steigen, 1,3%, 1,4% bis 2021. Und in den letzten 10 Jahren sehen wir dann aber, dass die Dividende kontinuierlich abgeflacht ist. Also 2009 waren wir dann hier bei immer noch über 3% immerhin. Und wenn wir dann den 10-Jahres-Korridor einblenden, dann sehen wir das auch, dass die Dividende halt jetzt immer weiter nach unten geht. 10-Jahres-Korridor basierend auf dem aktuellen Zeitpunkt, das geht dann halt quasi bis hier ungefähr zur Berechnung. Und da liegen wir natürlich deutlich, deutlich drunter. Also der 10-Jahres-Korridor macht depressiv. Das wäre besser, wenn man den 12-Monats-Korridor nimmt, weil es ist einfach nicht mehr typisch und nicht plausibel, dass wir für Bechtle mal wieder so eine hohe Dividende sehen werden. Deshalb macht es da mehr Sinn, wenn wir uns einfach mal hier reinscrollen. Und da sieht man dann den 12-Monats-Korridor und da sind wir tatsächlich so halbwegs. Moment, wir müssen noch ein bisschen mehr reinscrollen hier. Da liegen wir momentan unten, aber wir werden ja, oder wir rechnen bald mit einer höheren Dividende. Warum eigentlich? Ich nehme mal an, Bechtle hat relativ spät ausgeschüttet. Und, Moment, in der Berechnung des 31.07., wir haben ja nur eine Dividendenzahlung im Jahr für so einen Deutschen. Und da ist noch eine alte Dividende drin. Und dann ab dem August ist die neueste Dividendenzahlung berücksichtigt. Dann springt die Dividende hier nach oben ins historische Mittel. Und daran sollten wir uns jetzt orientieren.
Also auf 12-Monats-Sicht sind wir quasi in der Mitte. Was auch noch sehr interessant ist im Dividendenturbo, das ist, ich habe hier ja alle Aktien aus der Watchlist drin, über die ich jetzt abstimmen lassen möchte. Und hier sehen wir, alles ist rot. Alles ist rot und auf den unterschiedlichen Ebenen, Zeitebenen. Wir haben ja jetzt bei Bechtle gesehen, da wären wir jetzt auf bei minus 1%. Das heißt, die aktuelle Dividende, das wäre aber die hier mit 0,98%. Letzte 12 Monate, die ist über 1% niedriger als im Schnitt der letzten 10 Jahre. Und es ist egal, auf welchen Zeitraum bzw. welchen Korridor wir hier nehmen, es ist immer ein Minus, wenn wir die aktuelle Dividende mit der historischen vergleichen. Da sehen wir einfach, dass das aktuelle Bewertungsniveau sehr hoch ist. Das ist ein sehr starker Indikator, dass ja, die Aktienkurse momentan eben eher hoch als niedrig sind. Weil die ganzen Unternehmen, die wir hier sehen, die steigern ja ihre Dividende. Und trotzdem ist die relative Dividendenrendite, wenn ich es mal so nennen darf, niedrig. Und das ist halt ein hohes Bewertungsniveau oder diesem hohen Bewertungsniveau geschuldet. Ja, aber wir steigen mit Sparplänen ein, wie gesagt, sukzessive, Stück für Stück. Und wenn es dann crasht, dann kaufen wir einfach schön weiter und tun unseren Aktienkurs dann verbilligen. Ja, das war Bechtle. Sind wir fertig? Nein, wir müssen ja noch die Bewertung machen. Die Bewertung. Ja, Bechtle ist billig. Nein, ist nicht billig momentan. Bechtle hat ein KGV von knapp 30. Das ist fast so teuer wie Starbucks. Ja, Starbucks, ja, mir hat jemand geschrieben bezüglich Starbucks, weil ich hatte ein Video gemacht vor 3 Monaten oder so und habe da Starbucks relativ kritisch gesehen, auch wegen ihren Aktienrückkäufen. Und ich habe dann auf Starbucks verkauft. Für 78 US-Dollar ungefähr. Heute stehen sie bei fast 100 US-Dollar. Ja, dumm gelaufen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nochmal ein neues Video oder ob ich nochmal drauf eingehe auf Starbucks, was da falsch gelaufen ist, dass ich quasi so eine Art Verkaufsempfehlung gebe. Ich gebe keine Empfehlung, weder Kauf- und Verkaufsempfehlung, aber das ist halt meine Meinung war und ich habe ja die Aktien auch verkauft. Und ja, ich sehe Starbucks, ich fand, für mich war Starbucks vorher überteuert, für mich sind sie jetzt noch überteuerter. Wobei die Befürchtungen hier mit Boykott bezüglich China-Geschäft und so, China läuft ja sehr gut und allgemein hat Starbucks, ich habe mir die Zahlen kurz angeschaut, aber wirklich nur sehr kurz, waren die Zahlen ja über den Erwartungen gewesen. Auf der einen Seite und das China-Geschäft läuft auch gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Wachstumsraten, die wir bei Starbucks sehen, das sind halt im hohen einstelligen Bereich, wenn ich jetzt mich richtig daran erinnere. Also so 7, 8, 9% vielleicht oder niedriger. Und da haben wir ein KGV, glaube ich, jetzt von über 30. Und ich finde es halt sehr, sehr hoch. Es hat ein Bewertungsniveau von Microsoft, Starbucks, so ungefähr. Aber Wachstumsraten halt von Starbucks und nicht von Microsoft. Und deshalb finde ich Starbucks an sich ein gutes Unternehmen, aber die Bewertung finde ich halt schon recht ambitioniert. Nur mal gucken, wie es weitergeht, ne? Jetzt wieder zurück. Wir sind hier bei Bechtle und Bechtle hat ja jetzt auch eine relativ hohe Bewertung, wie man sieht. 10-Jahres-KGV war 15, 16 knapp. Mittlerweile sind wir bei fast dem Doppelten. Huhu. KCV von über 40 und im historischen Maß der 10 Jahre unter 20 mit 17. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, das kann man wegmachen, die Dividende mal schon. Das heißt, dass die Aktie jetzt erstmal sportlich bewertet scheint. Der Kurs ist fast wie bei Starbucks, nur in Euro, 102 Euro. Wow. Der faire Wert liegt dann irgendwo zwischen 42 und 53 Euro. Wow. Ja, sportlich bewertet, aber trotzdem fundamental eine gute Aktie, ne? Und wie gesagt, wir gehen mit Sparplänen rein. Und wenn es wieder zurückkommt, dann kaufen wir billig weiter. Und wir sehen hier, selbst in 2021, wenn das dann so käme, da hätten wir faire Werte zwischen 86 und 96 Euro, wären also knapp am heutigen Kurs. So viel zur Bewertung. Bevor wir zur Abstimmung gehen, möchte ich noch was sagen, denn ich bin fleißig gewesen. Zwischen dem letzten Video und diesem Video habe ich was programmiert. Ist auch ein neues Feature, aber es ist ein anderes Feature, als ihr glaubt. Der Aktienfinder, der hat ja mittlerweile relativ viele Mitglieder. Ich kann mich hier drauf gehen, dann sehen wir hier 16.633 momentan. Und das ist, ich darf mich mal selbst loben, für so ein
kleines Unternehmen ohne irgendwelche Beziehungen, 2,5 Jahre online, relativ gut. Und es kommt vor allem durch euch auch zustande, weil viel Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht wird. Auf diversen Foren und auch bei Arbeitskollegen werden malträtiert, habe ich schon mitbekommen. Und das ist echt klasse. Also gerne weiter malträtieren die Kollegen. Und ich habe mir überlegt, wie ich euch unterstützen kann dabei und habe jetzt im Prinzip so eine Art Kundenwerben-Kundenprogramm. So hat man das früher genannt. Heute gibt es coolere Worte dafür, aber im Prinzip ist es das, ins Leben gerufen. Und zwar sieht man das hier, das Ganze. Und zwar Bonusprogramm. Wenn sich jetzt jemand anmeldet, dann sieht er das hier. Es gibt ein neues Feld und da kann man die E-Mail eintragen von demjenigen, der ihn auf den Aktienfinder aufmerksam gemacht hat. Und der Clou an dem Ganzen ist, wenn sich derjenige irgendwann entscheidet, vom kostenlosen Mitglied auf die Vollmitgliedschaft zu wechseln, dann bekommt der Werber, das ist ja quasi der 0815-Ansatz, der bekommt dann ebenfalls Bonustage auf die Vollmitgliedschaft drauf, auch wenn er nur Mitglied ist, wird er dann zum Vollmitglied gemacht. Und derjenige, der Vollmitglied geworden ist, also der geworben wurde, der kriegt auch nochmal die Bonustage. Also beide kriegen die Bonustage. Und wie viele, das sieht man hier, ist natürlich abhängig von der Laufzeit. Das wollte ich kurz mal vorstellen als Bonusprogramm mit dem Dankeschön an euch, dass ihr da so fleißig Werbung für mich macht. Für einen Aktienfinder, nicht für mich. Ich bin natürlich ein Teil vom Aktienfinder, ist schon klar. So, dann die Abstimmung, wie gesagt, da haben wir diese ganzen Aktien drinne. Falls ihr euch noch die eine oder andere Aktie angucken wollt, ich habe sie ja schon analysiert, dann unten den Direktlink anklicken und euch das Ganze angucken. Ich glaube, nee, ich habe noch nicht alles gemacht. Ich habe einen Spickzettel und da habe ich gesehen, ich habe die Dividendenkennzahlen noch vergessen. So, nochmal kurz den Merkzettel rausgeholt. Hier. Und dann angewendet. Jawohl. Und dann haben wir hier unsere Kandidaten und dann möchte ich auch nochmal genau, den Dividendenbenchmark zeigen und hier diese einzelnen, die dividendenbasierten Kennzahlen. Fangen wir mal mit dem Dividendenbenchmark an. Gehen wir zu auf Apple, Bechtle. Und dann hier hin. Und jetzt muss ich kurz noch die anderen Aktien hinzufügen. Also wir hätten Apple. Da sehen wir momentan eine etwas höhere Dividende, aber im Jahr 2024, laut Prognosen, würde dann Bechtle eine höhere Dividende erzielen. Gucken wir uns Automatic Data Processing an. Zip. Ähnlich, hat eine noch höhere Dividende momentan, aber auch hier im Jahr, ab im Jahr 2024 würde Bechtle davonziehen. Gucken wir uns SAP an. Zip. SAP. Ja, auch momentan höhere Dividende, die kreuen alle im Jahr 2024. Und Texas Instruments. Ui, Texas Instruments. Also, Texas Instruments gewinnt die Abstimmung. Ist jetzt natürlich ein Witz. Erstmal muss ich sagen, der Dividendenbenchmark ist ein cooles Tool, ja, habt ihr recht. Aber es ist nur ein Tool von vielen und es arbeitet mit Algorithmen. Und Texas Instruments ist jetzt ein gutes Beispiel, um mal hier zu erklären, vielleicht nochmal, wie der Dividendenbenchmark funktioniert und wann er funktioniert und wann er vielleicht nicht so gut funktioniert. Also, gucken wir uns Texas Instruments an, gehen wir hier schon auf die dividendenbasierten Kennzahlen. Und der Dividendenbenchmark geht da hin und die ersten Jahre basieren wirklich auf den Prognosen 1 zu 1 von den Analysten. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und die anderen Jahre, die werden aber ja, vorausberechnet mit so einem Algorithmus. Und der Algorithmus, der guckt sich halt immer an, wie hoch war die Dividendensteigerung in den letzten 5 Jahren. Da war sie bei Texas Instruments sehr hoch. Jetzt wird es wahrscheinlich mal Sinn machen, auf Texas Instruments nochmal kurz zu gehen. So, jetzt fehlt natürlich hier Bechtle. Moment. So, Bechtle. Hier ist wieder alles. Jetzt haben wir hier ja Texas Instruments und man sieht, wenn man sich hier die Dividendensteigerung anguckt, dass Texas Instruments hat irgendwann mal seine Dividendenpolitik geändert. Die haben hier immer brav 9 Cent mal 11 Cent, 13 Cent Dividende ausbezahlt, aber doch sehr kläglich. Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, hey, wir steigern jetzt die Dividende auf ziemlich stark und es ist auch passiert. Deshalb haben wir hier auf die letzten 5 Jahre eine sehr hohe Dividendensteigerung.
von 22%, 22,5% im Schnitt. Und ich habe ja den Algorithmus schon halbwegs intelligent gemacht und habe gesagt, okay, wenn das kann ja so passieren, deshalb gibt es auch noch die geschätzte Dividende und das geschätzte Dividendenwachstum im laufenden Jahr. Und das wird dann, aber das ist halt auch noch sehr hoch. Das ist nämlich das von 2,63 auf 3,11. Und wenn man sich das mal ausrechnet, 3,11 geteilt durch 2,63, dann kommt man auf 1,825. Das ist das geschätzte Dividendenwachstum hier. Und das nehmen wir jetzt. Wir sehen aber auch schon, dass das Dividendenwachstum dann in der Zukunft abflauen soll. Aber das berücksichtigt der Algorithmus momentan jedenfalls noch nicht. Und deshalb rechnen wir jetzt hier mit 18,25% weiter, quasi in alle Ewigkeit mit einem leichten Abschlag. Und das führt dann dazu, dass Texas Instruments zu optimistisch bewertet wird, das Dividendenwachstum. Ich habe schon in der letzten Woche mal geguckt, wie ich das schön ändern kann und habe dann auch mal geguckt, was rauskommt, wenn man hier dieses Dividendenwachstum nimmt, anstatt dieses Dividendenwachstum für das prognostizierte Dividendenwachstum. Aber das Problem ist, dann passt es für die eine Aktie besser und dann kommt für die andere Aktie wieder was raus und dann gibt es teilweise keine Prognosen so weit voraus, dann kann man da gar nichts mehr rechnen. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Man muss, es führt nichts dran vorbei, dass man die Tools kennen muss, dass man wissen muss, wie solche Tools, wie beispielsweise die Dividendenbenchmark funktionieren. Und weil nur dann kann man wirklich beurteilen, wann es Sinn macht und wann nicht. Und für Texas Instruments macht es eben keinen Sinn. Für alle anderen Aktien behaupte ich, ja, da funktioniert der Dividendenbenchmark, weil da die Dividenden halbwegs ja, gleichmäßig wachsen. Ich habe es mir jetzt nicht im einzelnen Detail angeguckt, aber allein das reicht mir eigentlich schon aus, um zu sagen, dass es soweit passt. Ja, und hier, das ist also wirklich interessant, hier haben wir echt den Kreuzungspunkt im Jahr 2024 und ab da hätte dann Dividende die höchste, Bechtle die höchste Dividendenrendite. So, gucken wir uns nochmal kurz die dividendenbasierten Kennzahlen an. Momentan hat die Bechtle die niedrigste Dividende, aber relativ bald springt das ja hoch, weil die neue Dividendenzahlung dann da reinkommt von Bechtle, vom laufenden Geschäftsjahr quasi, oder vom letzten Geschäftsjahr eigentlich. Dann haben wir hier Texas Instruments mit einer relativ hohen Dividendenrendite, die ja ganz schön gesteigert wurde, wie wir gesehen haben. Wir sehen hier die Ausschüttungsquoten. Ich glaube, das könnt ihr euch selber angucken. Ich tue dafür auch nochmal hier das Ganze ein bisschen größer machen. Hier ja, Dividendensteigerung, hier das Dividendenwachstum und hier Stabilität der Dividende. Alles stabile Dividendenzahler, alles super. So, jetzt lasse ich euch abstimmen. Bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Und bin auch gespannt, ob ihr eine Abstimmung freigibt von Aktien ohne Dividende noch. So, danke fürs Zuschauen. Bis bald.